Hallo, mein Name ist Kai Meier und wir sind hier am Lehrstuhl Biomaterialien an der Universität Bayreuth. Hier in unserem Lehrstuhl beschäftigen wir uns vor allem mit Spinnenseide. Wie ihr hinter uns sehen könnt, haben wir auch einige Spinnen bei uns am Lehrstuhl, die in den Büros rumhängen. Die Spinnenseide, die wir hier verwenden, sieht so aus. Also es ist kein Netz, sondern ein Pulver. Das stellen wir selbst her, das ist ein Proteinpulver. Und wir haben eben mittlerweile viele Methoden gefunden, wie wir das Ganze weiter prozessieren können, wie zum Beispiel in einen Faden, der dann eben schon ähnlich wie die Spinnenseide sich verhält. Fließe, die werden mit einem speziellen Verfahren hergestellt und sind eben große Flächen aus Spinnenseide. Damit kann man dann mehrere verschiedene Anwendungen angehen, wie zum Beispiel im Falle von unserem Projektverbund, wo ich zusammen mit Martin Reimer von der Universität München die Lichtwellenleiter herstellen möchte und die Spinnenseide soll hierfür als Ummantelung der Lichtwellenleiter dienen. Jeder, der mal in ein Spinnennetz hineingelaufen ist, hat bestimmt festgestellt, wie reißfest und elastisch dieses Material ist. Das ist genau der Grund, warum wir uns hier so sehr mit Spinnenseide beschäftigen. Zudem kommt noch hinzu, dass Spinnenseide ein Protein ist und deswegen auch sehr gut bioabbaubar ist. Jedoch gibt es ein Problem, denn Spinnen sind Einzelgänger. Das heißt, wenn man sie in großer Zahl hält, fangen sie an, sich gegenseitig aufzufressen, was es natürlich sehr schwer macht, viel Seide zu gewinnen. Und aus genau diesem Grund benutzen wir keine Spinnen hier, sondern wir benutzen Bakterien als Hilfsorganismus. In unserem Fall ist das E. coli, den kennen bestimmt viele. Das sieht als Kuscheltier so aus, in Wirklichkeit natürlich nicht ganz so süß. Und hier sehen wir ein paar Millionen dieser Bakterien rumschwimmen. So sehen die dann eben in Wirklichkeit aus. Wir haben eben den E. coli ein bisschen modifiziert. Und zwar haben wir eben das Spinnenseide-Gen injiziert. Also dieses Bakterium trägt dann die Information, wie man Seide herstellt. Und dann, wenn eben die Umgebungsbedingungen richtig sind, wie in unserem Fermenter, dann werden Spinnenseidenproteine hergestellt. Und nachdem wir dann unser gewünschtes DNA-Plasmid in unsere Bakterien injiziert haben, nach einer mehrschrittigen Reinigung enden wir dann mit dem pulverförmigen Protein. So sieht es dann nach der Gefriertrocknung aus. Hier haben wir ungefähr, ja, 40 bis 50 Gramm. Und für so eine relativ kleine Menge muss man, ja, 15 bis 20 Fermenter in dieser Größe laufen lassen. Also da ist schon einiges an Arbeit hinter so einer kleinen Dose Protein. Okay, das war jetzt der momentane Stand der Dinge bei uns hier in Bayreuth. Mein nächster Schritt wird es sein, zu versuchen, eine neue Proteinart herzustellen, die dann auch in der Lage ist, mit der Zellulose einen festen Verband einzugehen und dann auch stabile Lichtwellenleiter herzustellen. Nee. Das machen wir. Wie machen wir das denn?